Healthwise Sprechstunde. Ihr habt die Fragen, unsere Experten die Antworten. Und jetzt geht es weiter mit der Frage. Therapie oder in einer Beratung vorab. Wie geht man da am besten vor? Können Sie uns da ganz kurz das vielleicht zusammenfassen? Also, ob Sie jetzt jemanden haben, der ein guter Berater ist oder ein guter Psychotherapeut, wenn Sie sich professionelle Hilfe holen, dann ist es gut, dass das Miteinander gut funktioniert. Also, dass Sie sich gut leiden können, weil Sie öffnen sich ja sehr stark. Und wenn dann Fragen kommen, so, Sie haben jetzt, ich sag mal als Beispiel, wenn eine Patientin sagt, ich habe jetzt seit 3 Jahren Migräne und ich habe schon alles Mögliche probiert und ein MRT ist gemacht worden und ich bin auf den Kopf gestellt worden, die finden nichts und die sagen, das ist psychisch, dann kann man da sehr behutsam drauf eingehen und sagen, was denken Sie dazu? Als Beispiel, ist es was Psychisches? Oder auch fragen, haben Sie Konflikte? Fällt Ihnen da was auf? Oder stehen Sie unter Dauerstress? Also Dauerstress, also Stress, der länger anhält, der ist einfach für uns sehr ungesund. Wenn mir diese Patientin dann erzählt, ja, ich pflege meine fast 90-jährige Mutter, da seit 2 Jahren, dann ist das natürlich mit ein Ansatz, dass eine Überforderung eintritt. Das kann zum Krach mit dem Partner führen. Das kann zu einer Müdigkeit am Arbeitsplatz führen. Und dann geht dieser Kreislauf wieder los. Und das wird in einer Therapie oder einer Beratung ja eruiert, also nachgefragt und sich wirklich den Auslöser, beide bemühen sich, den Auslöser zu finden. Ja, und da ist eben dieses Vertrauensverhältnis mit der Person super entscheidend wahrscheinlich. Das ist total wichtig, ja. Genau. Ja, und wenn man sich dann natürlich auch auf privater Ebene mit Menschen verkracht, dann hat das natürlich auch eher so das Gefühl, dass man sich alleine fühlt in der Situation. Und da ist dann eben eine externe Bezugsperson wahrscheinlich umso wichtiger auch in der Situation. Genau. Jemand, der mal von objektiv drauf guckst, so aus einem objektiven Blickwinkel. Und ich meine, das kennt ja jeder von uns. Wir haben Krach mit unserem Partner oder mit unserer Partnerin und dann fühlen wir uns auch erstmal schlecht. Ja. Und es können auch körperliche Symptome auftreten. Das ist halt die Ganzheitlichkeit. In Anführungsstrichen eigentlich etwas Normales. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt was ganz Neues gelernt. Wenn ja, dann lasst unbedingt ein Like da. Und wenn ihr noch mehr zu diesem Thema oder zu anderen Gesundheitsthemen erfahren wollt, dann abonniert auf jeden Fall diese Playlist, um keins der weiteren Videos zu verpassen. Übrigens könnt ihr uns auch immer eure Gesundheitsfragen zuschicken. Wer weiß, vielleicht schaffen es diese sogar in die nächste Healthwise-Sprechstunde. Wir wünschen euch alles Gute und bleibt gesund!